Wenn ich sage, ich träume von einer smarten Stadt, bedeutet das, ich möchte alle für den Bürger und die Bürgerinnen in einer Stadt notwendigen Bereiche informationstechnisch vernetzen können, um Mehrwert generieren zu können, und zwar in Bezug auf Wohlbefinden, weniger Emissionen, schneller von A nach B zu kommen, beziehungsweise natürlich auch den öffentlichen Stellen zu ermöglichen, dass sie effizienter planen und beispielsweise den Verkehr effizienter steuern können. Wir werden jetzt gleich darüber sprechen, minutiös, wie das funktionieren kann, mit Systemen, mit den Daten, die erfasst werden, wie die koordiniert werden. Vernetzung ist ja ein ganz wichtiges Stichwort. Wenn Sie in die deutschen Kommunen mal reinschauen, auch im Vergleich, im internationalen Vergleich, wo stehen wir denn da? Wie groß ist die Bereitschaft, das zu tun, worüber wir gerade sprechen? Ich glaube, die Bereitschaft der deutschen Kommunen ist sehr groß. Das Problem, das wir in Deutschland haben, ist, dass wir es sehr oft nicht tun dürfen, was wir gerne tun würden. Es gibt rechtliche Bedenken, es gibt Datenschutzbedenken, es gibt viele Bedenken. Ich kann diese Bedenken auch sehr gut verstehen, nur wir müssen auch Dinge wagen, um Dinge tun zu können. Also ich würde sehr dafür eintreten, im Bereich Smart City einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, der es uns erlaubt, Experimente in der Stadt zu machen, Experimentierklauseln im Planungswesen. Das soll heißen, sehen wir uns doch an, welche Probleme im praktischen Betrieb auftreten, und formen wir gesetzliche Regelungen nach diesen Erfahrungen und versuchen wir nicht, diese Probleme vorherzusehen und verhindern damit die Umsetzung. Also ein bisschen mehr Mut zur Innovation, das täte uns ganz gut. Dazu fehlt gelegentlich noch der politische Gestaltungswille, auch im juristischen Bereich. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Zwei Bereiche, die ganz wichtig sind, wenn wir von einer smarten Stadt sprechen, das ist zum einen das Thema Daten, zum anderen das Thema Vernetzung. Beginnen wir mit den Daten. Es ist eine unglaubliche Fülle von Daten, die an verschiedenen Stellen erhoben werden. Wie geht man das an, das Sammeln der Daten, das Koordinieren der Daten, das Bereitstellen? Das Sammeln der Daten lässt sich in vielen Bereichen mit neuen Technologien wie dem Internet der Dinge bereits sehr stark automatisieren. Sie können auch aus Mobilitätsdaten, das wird bereits gemacht, auch datenschutzkonform Dinge in der Stadt erfassen. Das wichtige Detail beim Sammeln von Daten ist immer, zu welchem Zwecke werden diese Daten erhoben, und die meisten Daten sind für sich genommen eigentlich im Grunde genommen unglaublich langweilig. Lassen Sie mich das mal so formulieren. Es wird im Grunde genommen erst interessant, wenn man Dinge zueinander in Beziehung setzt, wenn man Dinge vernetzt. Gab es das? Natürlich gibt es das bereits. Wenn Sie sich das World Wide Web und seine Entwicklung ansehen, ist das genau diese Entwicklung, nur ist diese Entwicklung bereits 20 Jahre vor Smart Cities passiert. Und im Bereich Smart Cities kommen wir schön langsam in diesen Bereich, dass wir auch wirklich interessante, vernetzte Daten haben, die für die Steuerung der Stadt, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger interessant sind und deren Lebensqualität erhöhen. Sie sprechen nicht nur das Thema den Nutzen der Daten an, sondern auch die Ökonomie der Daten. Sie haben da ein paar ganz gute Beispiele genannt, wo Sie sagen, es gibt ja oft die Bedenken des Datenschutzes. Letztendlich wird alles gespeichert, was gesammelt wird, was da ist. Sie sagen, nein, das kann man alles gut organisieren, dass diese Bedenken auch wirklich ausgeräumt werden können, zum Nutzen dennoch der Vernetzung. Sie können das absolut tun. Sie müssen sich überlegen, wo werden welche Daten gespeichert und wo sind welche Daten für wen zugreifbar. Einfaches Beispiel wären Kamerabilder. Kamerabilder sind hochsensibel. Ich könnte allerdings in einer modernen Smart City Kameradaten bereits in der Kamera verarbeiten und nur das Ergebnis dieser Verarbeitung nach außen geben. Einfaches Anwendungsbeispiel: Ich könnte mit ganz billigen Kameras Parkplätze überwachen. Die Kamera muss im Grunde genommen nur einfach erkennen, ist der Parkplatz frei oder nicht, bewegt sich ein Fahrzeug hin oder raus. Ich brauche keine Nummerntafeln, ich brauche keine Gesichtserkennung, und nur die Information, was der Zustand dieses Parkplatzes ist, geht nach außen. Der Rest wird nicht nach außen gegeben und verschwindet sofort, nachdem die Kamera verarbeitet hat. Stichwort Daten nochmal. Wir sind hier auf der Intergeo in Berlin. Da geht es natürlich auch um die Geodaten, um die Geodaten. Die haben Sie auch ganz eindrucksvoll geschildert, heute nicht nur einen bestimmten Bereich abdecken, sondern sie sind im Zentrum des Geschehens eigentlich überall drin, wenn es um die smarte Vernetzung in einer Stadt geht. Wenn Sie Informationen in einer Stadt nicht verorten können, ist die Information,
die Hälfte oder gar nichts wert. Sie müssen wissen, wo die Daten herkommen. Sie müssen wissen, wer die Daten generiert hat, selbst wenn anonymisiert wird. Es geht immer um eine Verortung dieser Daten, um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen. Dafür müssen wir Informatiker oder wir Kommunikationstechniker mit Geodaten, mit Leuten, die Geoinformationssysteme bauen, eng zusammenarbeiten. Wenn wir über den Bürger sprechen in einer vernetzten Stadt, in einer digitalisierten Stadt, von der Sie sagen, das ist mehr als die Abbildung von dem, was man mal gedruckt hat, das ist eine ganz, ganz andere Welt, dann geht es natürlich auch darum, welche Rolle spielt der Bürger selbst bei der Datengeschichte, Verarbeitung, Produktion auch von Daten mit seinen Mobile Devices. Sie können Bürgerinnen und Bürger sehr gut in diesen Bereich mit einbeziehen. Es gibt sehr erfolgreiche Projekte wie zum Beispiel Fix My City, wo es im Grunde genommen darum geht, dass jemand mit einer Kamera ein Problem aufnimmt, dieses verortet und über ein Bürgerportal einer Stadtverwaltung zur Verfügung stellt. Einfaches Beispiel sind Schlaglöcher. Es gibt aber natürlich auch Probleme wie Verschmutzungen und. Die Dinge, die viele Bürgerinnen und Bürger im täglichen Leben stören und für die es bis jetzt keinen Ansprechpartner gab. Ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren.